grüßt euch zu weiterer Yu-Gi-Oh! Zum weiteren Yu-Gi-Oh! Action. Grammatikalisch falsch. Ich habe wieder mit, also ich habe noch ein paar mehr Duelle gemacht, mit meinem Cyber Onion gegen einen Cyber Gagaga Deck. Habe ich auch irgendwie noch nicht gesehen. Und es war lustig. Ich habe zwar ordentlich misplayed, so richtig. Ich habe mir selbst ein Bein gestellt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe erstmal meinen Galaxy Soldier beschworen, indem ich Kern abgeworfen habe. Habe mir einen zweiten geholt, hole mir meinen Hangar, aktiviere Hangar, hole mir B auf die Hand, leg B wieder ab und hole mir, warte nochmal kurz, hab B abgeworfen, um Galaxy zu holen. Hab A beschwört und würde mir dann jetzt C so beschwören. Genau, jetzt habe ich B auf dem Friedhof, A hier und C hier. Und ich habe zwei Fünfer in einem Zug. Das heißt, ich habe ABC und Cyber Infinity. Ich habe mein ABC, wird zu Cyber Nova, wird zu Cyber Infinity. Gut, habe ich an ihm abgegeben. Ich wollte nur ein bisschen einschüchtern, aber okay. Er holt erstmal seinen Cyberdrachen in Verteidigungsmodus und sein Gagaga wollte ihn auf Level 5 machen, deswegen habe ich es schnell weggemacht. Was doof ist, weil ich hätte eigentlich ihn wegmachen müssen, da er im Verteidigungsmodus ist und ihn lassen sollen. War ein Fehler von mir, weil ich das nicht wusste. Ich dachte, Infinity kann ein Monster auf dem Feld ausrüsten. Ich wusste nicht, dass es im Angriffsmodus sein muss. Das heißt, ja, seht einfach selber. Ja, als ich dran war. Okay, ich habe erstmal Theorie des Begräbnis aktiviert, um einen Buchstaben auf den Friedhof zu legen. Aktiviere es und merke, ich kann niemanden auswählen außer ihn. Deswegen musste ich ihn auswählen, weil ich habe ja schon auf okay gedrückt. Oder kann man sowas abbrechen? Ach, weiß ich gerade gar nicht. Ansonsten hätte ich es natürlich abgebrochen. Aber ich habe es aktiviert und musste ihn damit ausrüsten. Es tut mir so weh, weil ABC, der... Einfach ein 3000er war weg. Ich habe mir selbst so ein krasses Bein gestellt, weil hätte ich ihn verbannt, statt den Gagaga-Magier, hätte ich den Gagaga-Magier hier ausgerüstet und hätte zwei Neuner und ein 3000er und der Cyberdrache wäre weg und der wäre weg. Ich hätte einfach mit beiden angreifen können, hätte er 6000 Schaden gehabt. Aber okay, jetzt hatte ich ein, zwei Neuner. Gut, ABC ist für den Arsch, die anderen drei sind aus dem Spiel, konnte nichts machen, annulliere die Sache, weil ich nicht will, dass er wieder Sachen holt. Er will es wieder aktivieren, holt ihn, halbiert meinen Angriff, was ich schockierend fand. Aber ein Glück war im Angriffsmodus. Deswegen klaue ich ihn mir einfach. Und jetzt hat er einfach nur noch süße 1, 3, 5. Mit diesen 1, 3, 5 habe ich angegriffen. Und dachte mir so, scheiße, was mache ich? Hoffentlich zieht er nichts Gutes. Holt wieder den Magier, annulliere ich, weil ich habe nicht... Ich hatte Angst, dass er wieder so ein Baby bekommt. Wie heißt denn die Nummer? Ah ja, Kind. Gagaga, Kind. Gut. Ich ziehe Grenzer. Er aktiviert was. Ich annulliere. Kriegt trotzdem Schaden. Gut, er ist dran. Holt wieder einen Cyberdrachen. Und einen Chromonomel Goldjet. Annulliere ich wieder. Er greift an. Gut, ist weg. Leider. Aber jetzt habe ich... Ups, nochmal kurz. Ich habe meinen Kern aktiviert, weil ich keine Monster hatte, aber er schon. Hab meinen Cyberdrachen geholt. Hole mit Instant Fusion meinen Panzer, der genau fünfstufig ist. Hole ich mein, ja, wieder mein Nova, mein Infinity, klau ihn, greif direkt an, verdoppel es, zack. Gewonnen. Hab dann doch noch mit einem Schlag gewonnen. Also im Endeffekt mit einem Schlag. Und. Ja, okay, das Video 4 Minuten. Bis 4 Minuten strecke ich es noch, deswegen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben da lassen, Kommentare schreiben, wie es euch beliebt, auf meinem Kanal vorbeischauen, denn ich versuche jetzt wieder mehr Projekte zu starten, neben Yu-Gi-Oh! Auch, wie es auch anders sein soll, Minecraft und vielleicht noch wegen Mario Maker oder Overwatch. Overwatch müsste inzwischen bei mir schon angekommen sein. Mal gucken, ob ich da was hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.